Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zur nächsten Folge. Machen wir weiter. So, letztes Mal waren wir ja schon da hinten bei der Mine. Und da war ja schon der eine Typi von einer fremden Person-Aktion. Ich weiß gar nicht mehr welcher. Der Witzbold. Leute, da oben ist auch noch was. Kalifornien. Okay, wir haben beide hier drüben. Machen wir natürlich hintereinander. Das Ding ist, hier ist auch ein Hideout. Ich glaube, wir haben den auch freigeschaltet. Ich hoffe, das überschreibt sich nicht. Oder es hängt sogar zusammen. Wir müssen mal gucken. Auf jeden Fall ist hier noch ein Hideout. Ich habe sogar vor kurzem nachgeschlagen. Hier ist auch einer. Der war damals als DLC gedacht. Nur für die PlayZ 3. Und für die Game of the Year Edition. Auch lustig. Und dann haben wir hier oben noch, da ich ja schon kurz geguckt habe, irgendwo hier oder hier haben wir noch einen Treasure, also einen Schatz. Und dann war es das eigentlich, glaube ich, hier unten erstmal. Genau. Danach können wir West Dickens oder ganz hier oben Irish machen. Da müssen wir auch dahin, deswegen wahrscheinlich erst dahin. Das bedeutet zuerst das hier, doppelt wahrscheinlich, wegen auch das Hideout. Dann hierhin, hier irgendwas kurz absuchen, vielleicht mache ich das auch alleine und dann machen wir einen Sprung. Dann hier hinten noch ein Hideout und dann sind wir fertig und dann können wir die Mission machen. Deswegen gucken wir mal, wie weit wir kommen. So, erstmal hier rein. Aha, da steht sogar auch als Info, das Bandenversteck ist verlassen. Vielleicht kommst du später wieder. Wahrscheinlich, wenn der Tag verlassen ist. Gut, dann gehen wir da hoch. Können wir hier abkürzen irgendwo? Da links, ne? Genau. Wir können auf den Zuggleisen oder Minengleis hochgehen. Und da war, glaube ich, gerade eine Schlange. Müsste ich eigentlich erledigen, aber scheiß drauf. So, irgendwo hier muss er sein. Da vorne. Warte. Ist er unten? Ey, warte. Coyote. Wie viele haben wir jetzt? Wahrscheinlich 3 von 5. Oder 2 von 5. So, Pferdchen. Du stellst dich mal kurz hier hin. Der ist da unten drin. Ich muss in den Minenschacht rein. Aber das Ding ist, wenn ich hier runterspringe, bin ich tot. Alter, diese scheiß Drehungsaktion jedes Mal. Okay, wir müssen wieder nach unten und wir müssen komplett da reinlaufen. Scheiße. Reiten. Ich dachte, er wäre hier oben. Na gut, also rein in die Minenschächte. Keine Ahnung, was er da unten überhaupt sucht. Vielleicht nach Gold. Ruhm und Reichtum. So, dann der Witzbold. Das war doch der Typ, der gesungen hat, ne? Kalifornien war ja der, den wir getroffen haben, random. Der da rumgespielt hat an der Mundharmonika. So, rein hier. TNT respawned. Das ist scheiße. Also gleich wieder Flashbangs überall. Boy, am I glad to see you. Warum freust du dich, mich zu sehen? Wieso bist du auch gefesselt? Was hast du denn wieder gemacht? Jimmy! I didn't know you were a miner. I'm not, sport. This is the first time that I've ever been underground. But I like getting a preview of being buried. It should be fun, but not funny, what? Your eastern wind is wasted on my dumb western brain, sport. Oh, don't worry, you're not missing much. I'm beginning to think that this article will be better written on a tropical island in the arms of a beautiful maiden. Interesting idea. Now, can we get out of here? Yes, please. Alles klar, leave it to me. Junge, du wurdest gefangen genommen. Mit deinem Abenteuerherz oder Gehirn. So, haben wir hier noch weitere Truhen, die wir vorher nicht gesehen hatten. Da unten ist eine. Okay, abkürzen. Jawohl, sehr schön. Und? Gar nichts? Oh, Frechheit. Hier hinten ist gar nichts, auch nicht, da auch nicht. Ja, das ist scheiße. Gut, dann wollen wir mal zum nächsten gehen. Ich glaube, das ist auch der richtige Weg sofort. Ich glaube, ja. Genau. Dann gehen wir zum nächsten. Der war ja simpel, nur gerettet. Jetzt kann er weitergehen. Ich habe aber das Gefühl, der wird irgendwann draufgehen, ne? So wie der ist. Der hat null Überlebensinstinkt. Der hat nur in seiner geilen Stadt gewohnt. Nie gefahren, weil überall Sheriffs sind. Und hier draußen, Junge, nackte Überleben, eher so, oh cool, ein bisschen Spaß. Nee. Ja, das ist kein Spaß. So, let's go. Der rennt immer noch. Alter, nimm dir ein Pferd. Na gut, lassen wir mal rennen. Wir gehen weiter.
Ich glaube, wenn wir auch nicht vorher da gewesen, wäre echt tot gewesen, ne? 100%. Verhungert, gefressen oder auch von diesen Schatzjägern einfach gekillt. Gut, ist es ein Wald noch? Mal gucken. Nee, genau um die Ecke. Perfekt. Kalifornien, so, wo bist du hier, mein Freund? Wieder da oben? Sieht aus wie ein Schatz da oben. Alter. Schon wieder. We gotta stop meeting like this. Sam Odessa. Wieso säuft er wieder? Still out here? How's it going? Hey, hey, Mr. Mansion, isn't it? Yeah. How you doing? Mansion, Villa. I kind of like that. You all right out here? Yeah. You ain't too much closer to California. Yeah, I found it. The coach wasn't so much my liking. It was a little bit slow, a little bit predictable, a touch mundane. But these cacti are quite palatable. Oh Gott, er ist high. I hope they are. Hey, listen. What about this? Find yourself a horse if you're gonna head west. Yeah, a horse is a very noble creature. Did you ever hear the tale of the horse who could do sums better than any school child? I think I missed that one. See, if I could have a trusty steed like that who could take me to the shining sea. Sam, listen. California's in the west. Just follow the setting sun. It ain't that complicated. Right? You take care of yourself. Schon wieder falsche Richtung. Alter. Du gehst schon wieder in die falsche Richtung. Kumpel. Ah, egal. Mach, was du willst. Man kann nicht jeden retten, ne? Das ist wie Dodos. Wenn die einfach zum Sterben gedacht sind, dann ist das so, ne? Wirklich, Dummheit kann man nicht retten. Wer sich nicht anpasst, verliert. So ist Mutter Natur. Simpel. Cool, Leute. Ich würde sagen, ich suche mal hier den Schatz da oben. Falls was Besonderes passiert, schneide ich rein. Wenn nicht, sehen wir uns dann hier unten. Also, bis gleich. So, Leute, da wären wir wieder. Okay, ich habe das da oben gemacht. Ja, da war so eine Hütte. Da waren gefühlt 10 Wölfe. What the fuck, das war so ein Spawn. Ich muss da richtig lange erstmal looten, wegen Einschneiden, Fleisch rausholen und so weiter. Dauert ein bisschen die Animation, aber da war eine Hütte, genau irgendwo hier. Ob da oder da. Und da war eine Schatztruhe genommen und da stand da geschafft. Menüeintrag Schatzsucher, glaube ich. Genau, da muss man auch durchsuchen. Das war nämlich Thief's Landing. Silent Steed oder Heal, je nachdem. Genau. Jetzt gehen wir hier hin. Ich war schon wieder dort, obwohl die Zeit vergangen ist. Ne, wir müssen wahrscheinlich erst eine Mission machen und dann ist das hier freigeschaltet. Das heißt, wir gehen erstmal hier hin. Ich hoffe, das ist auch freigeschaltet. Wenn nicht, Arschkarte. Dann gehen wir sofort nach Armadillo und so weiter. Ne, hier ist jemand. Perfekt. Trifft den Sheriff in der Nähe der Felsen. Okay. Von der Seite aus. Mister, these fellas robbed a bank in Armadillo. I've been tracking them ever since. I'm a bit outnumbered. Would you mind lending your guns? The gun? Das ist Let's Go, wa? Na gut. Your move, my friend. Alter, der hat einen Schuss für mich geblockt. Danke dir. Das war der Hut! Ohne Scheiß, weiter. Wie die Indianer. Welches this way? Geht nicht. Luden. So, noch ein Shot, come on. Wo ist er? Da hinten. Oh, 3 Schüsse. Ui. Der erste hätte gereicht. Egal. No problem. I trust you. Was mit dir, Junge? Setz dich doch daneben. Gib Feuerschutz. Was bist du für ein Sheriff? Du darfst doch den Ruhm nicht abgeben. Oh. Ist das für Menüeintrag? Jawohl, Junge. Walton-Bande. Das war die Kiste, die man finden musste. Okay, gleich gucken wir mal nach, was noch fehlt. Und dann... Warte, wo sind hier die Toten? Hier ist einer noch. Und da hinten noch. Alter, schon fast 1000, ne? Ich glaube, es gibt sogar einen Erfolg mit 10.000 muss man sammeln.
Heilige Mutter, keine Ahnung, wie man das hinkriegt, aber ja. Vielleicht, wenn man böse ist, ständig beklauen. Ist da oben etwas? Yep, sehr schön. Und dann nehmen wir die Kutsche und bringen den Safe zurück zu Armadillo. Aber davor, warte mal, Outfit. Walton war das, ne? Da. Genau, Solomon's Folly haben wir gerade. Das eine Pferd, achso, davor, ja, das weiß ich noch, müssen wir auch machen. Und Pokerspiel. Dann haben wir das Outfit. Hier dasselbe. Fangen, beschützen, aber halt dort und wieder durchsuchen. Okay. Dann wollen wir mal. Bring die Kutsche zurück zur Bank in Armadillo. Eieiei, das wird ein Weg, ne? Da werden wahrscheinlich viele von denen kommen. Ich glaube, das wird keine ruhige Fahrt. Willst du mit aufsteigen? Nee, ne? Okay. Boah, Junge. Das war auch ein Safe. Wir haben den angehoben. Junge, das Ding ist massives Eisenstahl, je nachdem. Junge. Da war ein Hulk bei dem mit dabei. 100%. Gut, gleich müssen wir wahrscheinlich schießen. Das wäre nicht gut. Boah, voll cool. Das Ding driftet immer. Ich hasse Kutsche. Die laufen manchmal auch nicht symmetrisch, sondern schön weiter links oder so. Wow, 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 ganz ruhig. Dann wollen wir mal. Ja, hinter mir. War ja klar. Nicht du, der da. Alter, der eine hängt da dran. Nice. Looten können wir die leider nicht. Aber für dieses kleine Geld und für so eine Entfernung lohnt sich auch nicht. Man könnte, sollte aber nicht. Ich hoffe, es gibt eine gute Belohnung dafür, ne? Hat der Kaktus geblockt? Der ist abgesprungen. What? Hat gesessen, ne? Jawohl. Der Kaktus hat einfach den Schuss geblockt. Ich glaub's nicht. Howdy. Das ist nicht Armadillo. Das dauert noch. Seine Range, okay. Nicht so groß wie die von McFarlane. Ui, ich liebe Slow-Mos, ne? Oh mein, das Spiel ist so geil. Das Spiel ist, boah, unnormal. Ballistik, Junge, alles ist drin. Das Feeling ist so geil, das Game, ohne Scheiß. Deswegen sagt man ja, Grafik ist zwar ein sehr, sehr großer Punkt, ne? Also wenn die Grafik Bombe aussieht wie Real Life, denkst du auch nur so, holy shit, macht das Bock, ne? Noch mehr, als wenn es eine schlechte Grafik hätte. Aber, wenn ein Spiel einfach nur geil ist, sogar mit Pixel-Grafik oder die schlechteste Grafik der Welt, ist das Game immer noch geil. Es geht um das, die Atmosphäre, das Feeling, das Gameplay. Das ist A und O. Grafik sollte eher als letztes kommen, weil wenn man das andere gut hinkriegt, ist Grafik nur noch so wie so ein Booster. Weil wenn du zwar geile Grafik hast, bestes Beispiel EA, Ubisoft, wenn die mal hinkriegen, aber das Gameplay Bullshit ist, wie Star Wars, dann hilft auch die Grafik nicht. Mein Gott, flog da! Der lebt noch! Der lebt noch. Wo ist er? Du hättest nicht aufstehen sollen, Kumpel. Du hättest nicht aufstehen sollen. Jawohl, das müsste die letzte Welle gewesen sein. Schön ordentlich Kills. Könnt ihr mal Platz machen? Dieses Drifting. Tada! Ah, von der Bank. Also ja, aber ich dachte, voll die Läden vertauscht.
So, abgeschlossen. Und, was kriege ich? Ehre, okay, okay. Ruhm, ganz wichtig. Und Geld. Ein Scheiß wirst du. Alles klar, danke dir. Kann ich den rausrauben? Ich könnte den Safe knacken. So, jetzt ist die Frage, was passiert, wenn ich den Safe knacke? Sieht man das? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss das machen. Neues Kopfgeld? Okay. Ich will den Safe knacken. Aber das gehört sich nicht, ne? Eigentlich haben wir ja genug Geld, scheiß drauf. Wenn es einen Erfolg dafür gibt, ich werde das Spiel sowieso privat irgendwann nochmal replayen. Vielleicht auf schwer sogar extra, statt auf normal, so eine richtige Challenge draus machen, wo ich schon alles habe. Deswegen lassen wir mal stehen, mein Gott. So, wer ist das hier? Bollardbande, Sachbeschädigung. Hanging Rock, 40 Leben. Nehmen wir. Dann haben wir auch gleichzeitig das eine abgeschlossen. Gut, die gesuchte Person Hanging Rock. Das ist da hinten. Ne, das ist der Witzbold. Again. Hier vorne. Oh, das ist easy. Let's go. Okay, wo ist mein Pferd? Da vorne. Sehr gut. Das können wir noch richtig nice machen. Let's go. Nur 40 als Belohnung. Leider ein bisschen wenig, ne, im Vergleich zu dem allerersten. Der hat, glaube ich, 120 gegeben. Also komisch irgendwie. Aber dennoch, not bad. Aber so viele Wolfspelze, Herze und Fleisch, wie ich gefunden habe, dort von den 10 Wölfen. Nee, Junge, das ist viel mehr wert als das da. Junge, das war so viel. Eine Person wurde auch angegriffen, deswegen war es auch so viel. Da musste ich helfen. Und nochmal. So, dann. Shit. So, links. Nee, rechts rum. Wenn der flieht, das ist nicht gut. Er will zu den Pferden wetten. Oh, das ist gefährlich. Nein, 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 Abbruch, Abbruch. Wie bricht man ab? Nochmal die Taste, okay. Hui! Na, Kumpel? Kurz mal fesseln. Und dann kill ich noch den letzten. Can't hold me? Das werden wir sehen. Schnell, ich brauch Pistole. Oh, der hat 10 Jahre gebraucht, das Kackseil wegzustecken, weil er es noch eingeholt hat. So, komm, gib mir ein bisschen Kohle. Sehr gut, jetzt noch die andere Seite. Aber erstmal machen wir ihn aufs Pferd drauf. So. Die ganzen Hüte. So, komm näher. Holy shit. Wo kommst du denn her? Sag mal. Alter, wenn man länger braucht, kommen die auch einfach so an, wa? Okay, dann sollen wir uns beeilen. Einer ist noch da unten. So, schnell weg hier. Den einen loote ich natürlich noch, aber danach weg hier, auf jeden Fall. Wie auch anders absteigt, voll geil. So, looten. Dankeschön. Fast die 1000 geknackt, geil. Jawohl, weiter. Waffe tauschen. Wo ist er? Ui, Junge, da ist der Damage-Unterschied. Guck mal. Hiermit bin ich schneller, Junge. Da werdet ihr nicht so oft respawnen, wie bei der Kutsche. Und wenn doch, oh, Fehler hier reinzukommen. Die Sheriffs warten noch. Your 40 und über 1000. Easy.
Gut, nice. Das haben wir geschafft. Hier müssen wir noch das Pferd zureiten. Genau, da oben muss ich sowieso noch Blackjack gewinnen, einmal wenigstens. Und das hier, einfach nur so auch für mich. Weil es gibt dafür, glaube ich, einen Erfolg, überall Hufeisen zu gewinnen oder Blackjack, glaube ich. Ansonsten einfach so machen, warum nicht? Kohle ist Kohle. Dann, was haben wir noch? Hier muss ich noch Nachtjob machen, Poker gewinnen. Hufeisen habe ich einmal gewonnen. Das hat schon gereicht. Und wir müssen hier dasselbe tun, genau. Hier müssen wir noch durchsuchen, weil es ist dieser Ort hier. Irgendeine Kiste ist hier versteckt, also schöner mal suchen. Und Irish, genau. Der Witzbold ist schon wieder hier hinten. Der Typ hier, ey, der streift überall einfach durch. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen Richtung... Oder werde ich teleporten? Boah, ich glaube, Teleport ist sogar besser. Aber wobei, der ist in der Nähe, ne? Ah, das ist scheiße. Egal, dann reiten wir. Wir gucken mal nach, was der Witzbold schon wieder getan hat. Vielleicht besäuft er sich, vielleicht ist er ja tot. Keine Ahnung. Der Typ streift hier umher und nichts passiert da. Ballerzwillinge, geupdatet. Wunderschön. Auch lustig, ey. Die Waltons haben so eine komische Mütze. Als wenn die Magier sind, so ein auf denen. Und die da haben so immer rote Halstücher oder rote Farbe. Und was ich gerade überdacht hatte, und zwar, oder drüber nachgedacht, und zwar... Schade, dass es nicht in dem Spiel schon sowas gab wie richtig Story-Veränderung. Nicht zum Beispiel gutes, schlechtes Ende, ne? Das gibt's ja bei vielen Spielen, so Mass Effect-mäßig und so weiter. Aber ich meinte nur wegen, wäre cool gewesen, wenn man zum Beispiel, wenn man gut ist, wie die Sheriffs, kann man, keine Ahnung, seine Vergangenheit ändern und dann hast du ein anderes Ende. Wenn du böse bist, ändert sich das Ende wieder. Bist du neutral, ändert sich das wieder oder so. Oder weil du das und das gemacht hast, hast du zum Beispiel, keine Ahnung, Belohnung. Oder hätten die ihn zum Beispiel sogar solo gemacht, hättest du zum Beispiel auch hier Frauen wählen können. Keine Ahnung. Hättest du zum Beispiel diese Bonnie nehmen können und zum Beispiel da ein Leben machen können bei der Range. Oder andere Leute treffen. Ach, der schießt wieder hier Vögel für... Duell, für ums Geld. Aber das mache ich noch nicht. Brauche ich nicht. Kojoten, wichtig, brauche ich. Hat gereicht? Noch nicht. Wo ist die letzte? Letzte? Ich brauche noch einen. Scheiße. Looten brauche ich nicht, weil die sind nicht so viel wert. So, Witzbold, wo bist du? Ach stimmt, ich vertausche die mal. Das ist ja der Witzbold, der lustig sein will. Oh nee, ich muss da runter. Schon wieder Kojoten? Jetzt, das muss aber reichen. Wunderschön. Da ist das Level up. Ruhm plus 20. So, wie kommen wir hier am besten runter, ohne zu sterben? Der ist da ganz unten. Wow. Müssen wir echt komplett rumreiten? Nee, hier. Sehr gut. Was ist jetzt die neue Herausforderung? Sag mal. Von einem fahrenden Zug. Willst du mich verarschen? Ich hatte davor sogar stumpf nachgedacht, wo ich den Zug gesehen habe. Ich so, boah, das wäre cool, da rauszuschießen. Jetzt kommt das. Ja, alles klar, Zug fahren. Er ist schon wieder gefangen. Was falsch mit dir? Ey, langsam habe ich keinen Bock mehr, ihn zu retten, ne? You are a true American hero. Right. What are you doing down here? Well, I just thought I'd see a little bit of the local color, you know? Aha. These gentlemen have seen to it that I've enjoyed the true hospitality of the frontier. Hey, cigar? Let's get out of here. Right. Achtung, die Gegner sind noch da, Junge. Shit. Pikes besten Herausforderung? Wo? Pikes Basin? The fuck? Irgendwie steht hier nichts, außer das hier. Ah, ist das again dasselbe? Ich muss den Ranger treffen. Ja, ich muss schon wieder dahin. Ich habe das Gefühl, er wird gleich abgeknallt, ne? Mir egal, ich geh looten. Wir müssen wieder zum Ranger. Also, replay ich das oder wie? Das finde ich jetzt gerade komisch. Wieso ist das ein Doppeltier? Eigentlich, wenn man einmal abschließt, ist es doch weg, oder nicht?
Okay, dann Herrchen. Ist da oben leider. Beeilen wir uns. Wie komme ich am besten durch? Einfach dem Weg folgen. Okay. Ein bisschen ballern. Sehr gut. Also ich finde echt, das Outfit ist broken. Du nutzt beinahe nur Deadeye. Heftig. So, und weiter looten. Ich werde mir gleich gefühlt jedes Item auf Maximum kaufen. Der läuft ja immer noch. Ja, wo ist er? Stinkt hier. Nicht auf mich machen. Danke. Da oben ist einer. Die Scheißnacht. Ich sehe nichts. Wirklich gar nichts. Oh, du tust mir leid. Wo ist denn die andere Leiche? Ey, lass mich looten. Wo ist die andere Leiche? Ich habe doch hier einen gesniped, oder nicht? Ach, scheiß drauf. Wunderschön. Gereicht? Ja, jetzt hat's gereicht. So. Die Munition wird echt weniger. Junge, ich baller hier richtig rum. So, Ranger, was ist hier los? I need help. I sure could use some help, partner. Name's Harold Hewitt. The damn baller gang stolen my family's herd. I gotta get them back. They're all I got. Yep, das ist 1 zu 1 dasselbe, Leute. Jetzt seht ihr das sogar in der Aufnahme. Und ich spiele das gerade doppelt sozusagen. Auch lustig. So, let's go. Please keep up. Ja, machen wir ein bisschen langsamer. Er muss ja auch rennen, ne? So, der eine müsste eigentlich schon längst runtergekommen sein. Schaffst du es? Ja. Der ist immer noch da oben. Du Sau. Okay, pass auf. Ich gehe mal kurz hier hoch und snipe ihn da weg. Der lebt immer noch. So. Den loote ich jetzt nicht. Das ist egal. Geht er unten lang? Ja, wir müssen den ganzen Weg zusammen gehen. Das ist schlecht. Alter, wir rutschen. Slide Cancel. Als wenn es COD wäre. Viel Ausdauer hat unser Kumpel hier nicht, also mal gucken, wie weit wir rennen müssen. Ist man so schneller? Nee. Das heißt aber, die könnten sich wiederholen oder es ist buggy, von wegen doppelt gemoppelt. Oder es hat nicht gesaved, obwohl es gesaved hat. Auch lustig. So, ein bisschen manuell schießen, ne? Man soll ja sein Aim nicht verlieren. Aber du kriegst doppelt. Im Becken um. Ja, den Becken können wir machen. Looten. Hab ich beide? Scheiß drauf, beide. Diese Kanickel. Oh, da vorne. Stehen bleiben. Bam, Junge. Haben wir noch einen? Nee. Ui, Junge. No look shot. Oh mein Gott. Das ist pervers, Junge. Das ist so ein gutes Feeling. Alter, echt ohne Scheiß. Déjà-vu 100%. Aber vorher, mein Freund, bevor ich hier den Weg freiräume, alle Kisten freimachen. Du kannst warten. Wir holen uns das Money. Hier ist echt ein guter Money-Trick eigentlich. Diese Kisten geben immer Money beinahe. Kannst du richtig nice alles mitnehmen. Und die sind so viele, wenn der Hideout auch ist. Doppelt gemoppelt. Weil die sind festgespawnt, die hier. Die anderen sind sozusagen extra. Ja. So, die Leichen noch looten. Leichen looten. Noch da hinten einer. Die Kiste nehme ich gleich mit. Boah, gut, dass die alle in den Ecken liegen, weil überspringt die Animation. Sehr schön. So, noch die hier. Schrotflintenmunition. Perfekt.
Let's go. Wo ist mein Pferd? Habe ich alle? Ja. Ich glaube ja. Okay. Stehen bleiben. Oh, Junge, 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 Junge. Ui, Junge, ey, der tut mir so leid. Den Kopf sehe ich. Komm raus, komm raus. Oh, der hat gezogen. Alter, er lebt noch. Wie viel HP hast du? So, und weiter. Junge. Der Loot wird nicht liegen gelassen. Jeder Euro, Dollar ist es wert. Oh fuck. Ui, Junge, okay. Oh, der Junge, das war... Oh, Junge, der hat im Tod geschossen. Ey, ohne Scheiß, die Details in dem Spiel sind einfach krank. Wenn man überlegt, wann das rauskam, das Spiel, und so viele Details reinklatschen, ey, wirklich. Deswegen sage ich ja, irgendwie hält GTA nicht so heftig mit wie Red Dead. Red Dead ist halt einfach ein anderes Feeling. Komm raus. Eieiei. Oh, der ist tot. Verblutet. Da, 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 da. Fertig. Geil. Junge, so viel Kohle gemacht. Aha, jetzt haben wir sogar die Zeit, wie viel man hat. Okay, hätte ich nicht gelootet, würde es noch schneller gehen. Okay, also kann man jeden Hideout erneut machen, so oft wie man will. Aber für halt gefühlt Zeitherausforderung. Aha, okay, cool. Das wusste ich nicht. Ich dachte, die wären einmalig. Also einmalig wahrscheinlich schon für die Belohnung, die richtige. Aber ansonsten ist es nur ballern, Gegner, looten, fertig. Okay, Leute, ich würde sagen, das ist ein guter Stopp hier. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, Abo, Kommentar da. Und wie immer, bis zum nächsten Mal.